Hallo, ich bin Ellie Unix und in diesem Video stelle ich euch jede Menge Cheats für die Sims 4 vor. Viel Spaß! Cheaten in die Sims 4 gehört schon fast zum Alltag. Selbst wenn man nicht schummeln möchte, braucht man dennoch hin und wieder einige Cheats in seinem Spiel. Zum Beispiel beim Bauen oder wenn man einen Sim oder ein Haustier mal wieder zurücksetzen muss, weil es feststeckt und sich nicht mehr bewegen kann. Ja, Sims 4 ist leider kein sonderlich fehlerfreies Spiel. Und deshalb starten wir jetzt gleich in meinen Cheat Guide. Wenn dich übrigens nur bestimmte Themen interessieren, kannst du dich durch meine Kapitel ganz einfach durchnavigieren. Dann beginnen wir jetzt gleich mit den Basic Cheats. Die Cheats, die ich euch jetzt zeige, haben eher weniger mit Schummeln zu tun, sondern die braucht einfach jeder, der Sims 4 spielt. Also gut, dann starten wir jetzt gleich los. Wie immer sind wir auch heute bei einem Sim der Familie Smith, und zwar sind wir heute bei Nick. Falls du schon öfter Videos von mir gesehen hast, dann fällt dir sicher auf, dass Nick ein wenig anders aussieht. Ich bin nämlich vor kurzem von Alpha Custom Content auf Maxis Match umgestiegen und deshalb hat er ein kleines Umstyling bekommen. Falls du mehr über Custom Content wissen möchtest, schau auf jeden Fall bei meiner nagelneuen Custom Content Playlist vorbei. Dort gibt es nämlich regelmäßig neue Videos von mir über Custom Content. Aber gut, dann beginnen wir jetzt mit den Basics. Wie öffnen wir die Cheatleiste? Und zwar wird die Cheatleiste ganz einfach aktiviert, indem wir Steuerung, Umschalt und C klicken und dann öffnet sich links oben dieses Fenster. Der grundlegendste Cheat von allen nennt sich Testing Cheats True. Und zwar könnt ihr mit diesem Cheat grundsätzlich einmal eure Cheats aktivieren. Wie gesagt, Testing Cheats True. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass Testing Cheats zusammengeschrieben wird, dann ein Leerzeichen und dann True und alles muss kleingeschrieben werden. Dann klickt ihr auf Enter und schon steht da, dass die Cheats jetzt aktiviert sind. Diesen Cheat gebe ich grundsätzlich immer vor allen anderen Cheats ein, auch wenn es nicht immer notwendig ist, aber es gibt einige Cheats, die nur damit funktionieren und ich gehe gern auf Nummer sicher. Die Cheats wurden jetzt aktiviert und zusätzlich wurde noch eine andere Interaktion freigeschaltet. Und zwar, wenn ihr jetzt mit Umschalt und Mausklick auf euren Sim klickt, dann seht ihr hier jetzt jede Menge Debug-Optionen. Und auch in der Mehrauswahl gibt es jede Menge weitere Optionen, dann noch einmal Mehrauswahl und noch einmal Mehrauswahl. Also wie ihr seht, dieser Cheat macht euer Leben einfacher. Und hier seht ihr zum Beispiel auch die Option Objekt zurücksetzen und damit könnt ihr eben euren Sim zurücksetzen, wenn er mal wieder irgendwo feststeckt. Also dann klicken wir jetzt einmal Objekt zurücksetzen und jetzt wurde Nick ganz einfach zurückgesetzt. Es gibt aber noch eine weitere Option, wie ihr euren Sim zurücksetzen könnt, und zwar Reset Sim. Hierbei wird Reset Sim zusammengeschrieben und das S bei Sim ist groß, dann ein Leerzeichen und Vor- und Nachname eures Sims. Dann klicken wir auf Enter und wie wir sehen, wieder wurde Nick zurückgesetzt. Der nächste Cheat, den ich euch jetzt zeige, der geht schon etwas in Richtung Schummeln, aber hin und wieder lässt sich das ja einfach nicht vermeiden. Und zwar könnt ihr mit Hilfe dieses Cheats alle Bedürfnisse aller Sims erfüllen. Und dazu schreiben wir in die Cheatleiste sims.fill_all_commodities und Enter. Und wie wir sehen, alle Bedürfnisse von Nick wurden aufgefüllt. Und der nächste Cheat, den ich euch zeige, der ist besonders für alle von euch wichtig, die gerne schöne Fotos von euren Sims haben und von diesem grünen Ding da oben genervt sind. Und zwar wieder öffnen wir die Cheatleiste und jetzt geben wir ein Headline-Effects. Auch diese beiden Wörter werden zusammengeschrieben und das E von Effects ist groß geschrieben und dann Leerzeichen off. Und wie wir sehen, ist das Symbol jetzt verschwunden und wenn ihr diese wieder aktivieren möchtet, gebt einfach wieder ein Headline-Effects und statt Off geben wir jetzt On ein. Und wie wir sehen, das grüne Symbol ist wieder da. Der letzte Basic-Cheat, den ich euch zeigen möchte, der hängt mit dem Create-Sim zusammen. Und zwar wieder öffnen wir die Cheat-Leiste und jetzt geben wir ein CAS, also für Create-Sim, C-A-S, .FullEditMode. Und FullEditMode schreiben wir einfach klein und zusammen und dann klicken wir auf Enter. Und jetzt können wir nämlich im Create Sim alles nachträglich bearbeiten. Ich zeige euch das jetzt ganz schnell. Über den MC Command Center gehe ich jetzt in den Create Sim. Und wie wir sehen, können wir hier jetzt nachträglich auch das Geschlecht und das Alter und alles weitere bearbeiten. Das bedeutet, man kann eben auch das Gesicht und Hautdetails und die Lippen und alles Mögliche dank diesem Cheat im Nachhinein verändern. Und jetzt dreht sich alles ums Geld. Und ja, um ehrlich zu sein, alle Cheats, die die Finanzen eurer Sims verändern, sind grundsätzlich schon Cheaten. Aber manchmal muss man eben aufgrund einer bestimmten Storyline den Kontostand eines Haushalts verändern. Und dann ist es doch nicht wirklich Schummeln, oder?
Aber egal, bevor wir jetzt weitermachen, habe ich nämlich noch einen kleinen Tipp für dich. Wenn du eine übersichtliche Liste mit allen möglichen Cheats für die Sims 4 suchst, dann schau am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Dort stelle ich nämlich meinen Sims 4 Guide zur Verfügung mit einer Liste von allen möglichen Cheats, Infos und Links zu Custom Content und Mods. Und zusätzlich gibt es dort auch noch meine deutschen Übersetzungen für jede Menge verschiedener Mods zu finden. Also wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall auf meinem Discord-Server vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Aber dann geht es jetzt zurück ins Spiel. Wie ihr seht, haben wir jetzt rund 23.000 Simoleons und das werden wir jetzt ganz einfach verändern. Dazu öffnen wir zuerst wieder die Cheat-Leiste mit Steuerung Umschalt und C. Als erstes zeige ich euch jetzt einen Cheat, den es schon seit einigen Sims-Generationen gibt, und zwar ist das Motherloads. Mit diesem Cheat kommen nämlich 50.000 Simoleons in euer Haushaltskonto hinzu. Und wie wir sehen, jetzt haben wir 50.000 Simoleons mehr. Der zweite Cheat ist um einiges einfacher und auch um einiges flexibler. Und zwar müsst ihr hier einfach Money eingeben, dann ein Leerzeichen und dann könnt ihr einfach irgendeine Zahl eurer Wahl eingeben und euer Haushaltskonto entspricht dann genau dieser Zahl. Also sagen wir geben jetzt ein Money Leerzeichen 5 und klicken auf Enter, dann haben wir jetzt genau 5 Simoleons. Also mit Hilfe von diesem Cheat könnt ihr eurem Haushalt ganz einfach Geld wegnehmen oder eben hinzufügen. 5 Simoleons sind mir übrigens zu wenig, deshalb gebe ich einfach einmal 20.000 ein. Und jetzt haben wir 20.000 Simoleons. Dank des letzten Cheats, den ich euch jetzt zeige, können eure Sims in jedes Haus eurer Wahl ziehen, ohne dafür genug Simoleons haben zu müssen. Hier sind wir jetzt in Handford & Bagley und sagen wir, Nick möchte gerne hier leben und die Familie Watson aus ihrem Grundstück werfen. Wie wir sehen, dieses Haus kostet über 100.000 Simoleons und wir haben nur 50.000, sprich wir können es uns nicht leisten. Aber ein Cheat wird das Ganze jetzt ändern. Wir öffnen also wieder die Cheat-Leiste mit Steuerung, Umschalt und C. Und dann geben wir jetzt ein Free Real Estate. Hierbei ist es ganz wichtig, dass diese drei Worte zusammengeschrieben werden und die Anfangsbuchstaben sind jeweils groß. Und dann geben wir noch ein Leerzeichen ein und On und klicken auf Enter. Und obwohl wir noch immer nicht mehr Simoleons haben und das Haus noch immer nicht billiger geworden ist, können wir das Haus jetzt ganz einfach kaufen. Dank diesem Cheat kostet es nämlich einfach gar nichts. Und nun kommen wir zu den Karriere-Cheats. Hier gibt es verschiedene Cheats, damit eure Sims zum Beispiel verschiedene Karrieren einschlagen, damit sie befördert werden oder auch damit sie wieder degradiert werden. Aber dann zeige ich euch jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert. Wieder sind wir bei Nick und ich weiß zwar nicht, wie es euch geht, aber ich finde, er wäre ein guter Arzt. Und deshalb öffnen wir jetzt wieder die Cheat-Leiste und dann geben wir hier jetzt ein careers.add_career. Dann ein Leerzeichen und hier müssen wir jetzt die gewünschte Karriere einfügen und bei Arzt ist es tatsächlich ziemlich einfach, es ist nämlich einfach Doktor. Es sind aber tatsächlich nicht alle dieser Begriffe so einfach und selbsterklärend. Deshalb habe ich auch eine Liste dieser Begriffe meinem Sims 4 Guide beigefügt und diesen findet ihr, wie bereits gesagt, auf meinem Discord-Server. Und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber gut, diesen Cheat haben wir jetzt richtig eingegeben, deshalb klicken wir auf Enter. Und wie wir sehen, Nick hat jetzt die Arztkarriere eingeschlagen. Er ist hierbei jetzt auf der ersten Stufe und ist eben Krankenhauspraktikant. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir ihn ganz einfach befördern können. Hierbei geben wir jetzt ein careers.promote und dann wieder die jeweilige Karriere, also in unserem Fall Doktor. Und wie wir sehen, er wurde befördert zum Hilfskrankenpfleger. Hier sehen wir jetzt eben, dass er Hilfskrankenpfleger ist und auf der zweiten Stufe der jeweiligen Karriere. Das Ganze könnt ihr natürlich so oft wie möglich hintereinander machen, bis er an der Spitze der Karriere angelangt ist. Und jetzt werden wir ihn ganz einfach wieder hinunterstufen. Dazu geben wir ein careers.demote, Leerzeichen und wieder die jeweilige Karriere und klicken auf Enter. Und jetzt sehen wir, er wurde zurückgestuft auf Krankenhauspraktikant. Oh nein, Nick wurde zurückgestuft, er ist jetzt wieder Krankenhauspraktikant. Und wie wir jetzt auch hier sehen können, ist er jetzt wieder auf der ersten Stufe. Und dann sagen wir, uns fällt jetzt auf, wir wollen eigentlich gar nicht, dass Nick Arzt wird. Dann können wir ganz einfach eingeben careers.remove, underline career, Leerzeichen und die jeweilige Karriere, klicken auf Enter und Nick hat die Arztkarriere verlassen. In dieser Kategorie gibt es übrigens nicht nur Cheats für Karrieren, sondern auch für Schulen. Also es gibt eben Cheats, dass eure Kinder und Teenager in der Schule besser werden. Und wie ihr euch vielleicht gedacht habt, auch diese Cheats findet ihr in meinem Sims 4 Guide.
Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, auf die die meisten von euch sicher schon gewartet haben. Und zwar stelle ich euch jetzt die besten Baumodus-Cheats vor. Aber bevor ich weitermache, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Aber jetzt schauen wir gleich zurück zu Nick. Wir sind jetzt wieder bei Nick und ich bin einfach gleich einmal in den Baumodus gegangen. Als erstes zeige ich euch jetzt, wie ihr jede Menge versteckte Objekte freischalten könnt. Und zwar bin ich jetzt hier auf Hobbys und Fähigkeiten und wie wir sehen, es gibt einige Gegenstände, die nur durch bestimmte Karrieren freigeschaltet werden können. Aber das Ganze kann man natürlich mit einem Cheat umgehen. Und deshalb geben wir hier jetzt ein bb.ignore gameplay unlock entitlement. Das ist ein wirklich langer Cheat und nach dem Punkt muss auch wirklich alles zusammengeschrieben werden. Und dann klicken wir jetzt auf Enter. Und wie wir sehen, alle Gegenstände, die vorher noch gesperrt waren, können wir jetzt ganz einfach kaufen. Der nächste Cheat, den ich euch zeige, der bringt sich jetzt hier an diesem Ort genau gar nichts, aber er ist grundsätzlich sehr oft wirklich, wirklich nützlich. Und zwar nennt sich dieser bb.enableFreeBuild. Mit Hilfe von diesem Cheat könnt ihr nämlich auf jedem Grundstück bauen. Also ganz egal, ob das jetzt ein Wohngrundstück einer anderen Familie ist, ein Gemeinschaftsgrundstück oder sogar ein geheimer Ort. Wenn du nicht weißt, was ein geheimer Ort ist, dann schau am besten bei meiner Tipps und Tricks Playlist vorbei. Hier stelle ich nämlich so ziemlich alle geheimen Orte vor, die es in die Sims 4 gibt. Ich blende dir die Playlist jetzt hier rechts oben ein. Und die nächsten beiden Cheats hängen mehr oder weniger zusammen. Damit könnt ihr nämlich versteckte Objekte im Baumodus freischalten, also Debug-Objekte. Hierbei beginnen wir mit bb.showHiddenObjects und dann geben wir noch ein bb.showLiveEditObjects und wieder Enter. Und dadurch wurden jetzt jede Menge versteckte Objekte im Baumodus freigeschaltet. Hier unter Hobbys und Fähigkeiten sehen wir zum Beispiel diese drei verschiedenen hergestellten Geigen. Also wenn ich mich nicht recht irre, gibt es die normalerweise nicht zu kaufen. Aber dann schauen wir uns jetzt auch noch ganz kurz die Debug-Objekte an. Da die Debug-Objekte keinen wirklichen Namen haben, gebt am besten im Suchfeld Debug ein. Und ganz wichtig ist, dass ihr hier auf Textsuche geht. Und hier sehen wir jetzt jede Menge Objekte, die es normalerweise nicht zu kaufen gibt. Wie wir sehen, gibt es hier Bücher und Steine und seltsame Köpfe und jede Menge unterschiedlicher Gerichte. Dann gibt es aber auch noch ganze Gebäude. Also zum Beispiel hier sehen wir ein Uni-Gebäude. Oder dann gibt es hier einen Eimer. Oder eine Handtasche. Also hier gibt es, wie gesagt, jede Menge versteckte Objekte. Es gibt sogar noch mehr, irgendwie werden mir jetzt gerade nicht alle angezeigt. Aber dann machen wir jetzt weiter. Das waren jetzt nämlich die grundlegenden Baumodus-Cheats und jetzt zeige ich euch noch ein paar, die euch wirklich aktiv beim Bauen helfen können. Und zwar beginnen wir jetzt mit einem Cheat, den wirklich jeder von euch kennen sollte. Und zwar ist das der Move Objects Cheat. Wir öffnen wieder die Cheat-Leiste und geben ein BB Move Objects On und klicken auf Enter. Und jetzt ist der Move Object Cheat aktiviert. Jetzt können wir Objekte nämlich außerhalb des Rasters bewegen. Klicken wir jetzt einfach mal hier auf dieses Nachtkästchen. Wie immer können wir es hier an den Linien bewegen. Aber wenn ihr jetzt Alt gedrückt haltet, dann können wir es auch außerhalb dieses bewegen. Und zudem können wir jetzt auch Objekte ineinander platzieren. Also rein theoretisch könnten wir das Nachtkästchen einfach hier hinstellen. Wollen wir natürlich nicht, aber wir könnten. Aber auf jeden Fall können wir mit diesem Cheat die Nachtkästchen jetzt einfach näher am Bett platzieren, wodurch das Ganze einfach realistischer aussieht. Mit Hilfe von weiteren Baumodus-Tricks könnt ihr einzelne Objekte auch verkleinern und vergrößern und horizontal nach oben oder unten verschieben. Ich zeige euch das jetzt gleich am Beispiel von diesem Bild. Sagen wir, das Bild ist uns zu klein und wir möchten es vergrößern. Das können wir mit einer ganz einfachen Tastenkombination. Und zwar klicken wir auf Steuerung und dann auf diesem Strich rechts neben dem scharfen S. Und wie wir sehen, können wir das Bild jetzt vergrößern. Und noch größer und noch größer. Keine Ahnung, ob es da eine Grenze nach oben gibt, aber je öfter ihr drauf klickt, desto größer wird es eben. Und wenn wir es jetzt wieder verkleinern möchten, müssen wir auf Steuerung und das scharfe S klicken. Und das ist dann auch schon die kleinstmögliche Option. Mir hat es aber ehrlich gesagt in der Originalgröße am besten gefallen. Ich glaube, das war die Originalgröße, wenn ich mich nicht recht irre. Und dann belasse ich es jetzt hierbei. Zwei weitere Tastenkombinationen gibt es jetzt noch. Und zwar mit Steuerung 9 könnt ihr das Objekt horizontal nach oben verschieben und mit Steuerung 0 könnt ihr es wieder nach unten verschieben. Und dann werde ich es jetzt einfach hier lassen. Und zum Schluss stelle ich euch noch ein paar Cheats für Fähigkeiten und Stimmungen vor. Dann starten wir jetzt gleich ins Spiel.
Es kann schon einmal vorkommen, dass man gerne eine Fähigkeit ercheaten möchte. Und das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Wieder öffnen wir die Cheat-Leiste mit Steuerung Umschalt und C. Und zwar geben wir dafür ein stats.stats_skill_level. Dann ein Leerzeichen und dann müsst ihr die jeweilige Fähigkeit eingeben. Wie auch bei den Karriere-Cheats gibt es auch hier spezielle Begriffe, die ihr hier einfügen müsst. Also jede Fähigkeit hat eben ihren eigenen Begriff. Ich zeige euch das jetzt am Beispiel der Backfähigkeit. Deshalb gebe ich jetzt ein Major_Baking. Dann wieder ein Leerzeichen und dann müsst ihr die jeweilige Stufe eingeben, die ihr gerne hättet, dass euer Sim erreicht. Also bei der Backfähigkeit gibt es ja 10 Level, das heißt, ich kann jetzt irgendeine Zahl zwischen 1 und 10 eingeben. Dann sagen wir, ich gebe einfach einmal 7 ein und dann klicke ich auf Enter. Und wie wir sehen, Levelaufstieg. Nick hat Level 7 der Fähigkeit Backen erreicht. Wie bereits gesagt, jede Fähigkeit hat einen eigenen Begriff und auch eine Liste dieser Begriffe findet ihr in meinem Sims 4 Guide auf meinem Discord-Server. Und nun zeige ich euch noch einen Cheat für Stimmungen. Und zwar kann man mit einem Cheat alle Stimmungen entfernen. Dazu tippen wir ein sims.remove_all_buffs. Hier ist wieder ganz wichtig, Sims gehört klein geschrieben und die Anfangsbuchstaben beim Wort remove, all und buffs, die gehören alle groß. Und dann klicken wir auf Enter. Und wie wir sehen, Nick fühlt sich jetzt nur noch okay, denn es wurden alle seine Stimmungen entfernt. Und das waren jetzt auch schon alle Cheats, die ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, eine genaue Liste davon findet ihr auf meinem Discord-Server und den Link dazu findet ihr natürlich in meiner Videobeschreibung. Dann hoffe ich natürlich, dir hat dieses Video gefallen und ich freue mich über jeden Like, über jedes Abo und über jedes Kommentar. Und hoffentlich sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!